So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Minus. Ramses beim Frühlingsfest, da läuft das Muttertier, das haben wir nämlich abgeholt. Heute ist nämlich irgendwie Sonntag, wir waren letzte Woche Sonntag beim Frühlingsfest mit dem Fahrer und jetzt eine Woche später nochmal Frühlingsfest mit dem Muttertier. Marie, Pupsi sind auch dabei, denn ich will mit der Mama Backlash gucken, die Großveranstaltung, weil das am Wochenende drauf war und habe gesagt, wir machen vorher den großen Fisch. Brötchentest. Da, wo ich Tintenfischringe und Backfisch hatte, gibt es nämlich verschiedene Fischbrötchen, welche es da alle gibt und wie die schmecken, wie viel die kosten, wie die aussehen, das zeigen wir euch jetzt. So, und hier hängt ein super großes Schild, da steht Kibbeling drauf, steht auch, was es ist. Kabeljaufilet-Happen mit Remoulade oder Knoblauchsoße für 5 Euro. Das habe ich noch nicht getestet, das nehmen wir auch dazu. Und natürlich Backfisch darf nicht fehlen. Hier ist eine fette Auslage, da steht eigentlich alles, was es gibt. Bismarck 3 Euro, Matjes 3,50, Seelachs 3,50, Brathering, also Brathering 3 Euro, Backfisch 5 Euro. Die 5 möchte ich jetzt mal nehmen, plus einmal Kibbeling. Und hier oben seht ihr auch nochmal, wie das aussieht in der Auslage, aber ihr seht es auch gleich nochmal frisch. Hier habt ihr also alles ausgelegt, sieht auf jeden Fall einladend aus. Backfisch haben wir beim letzten Mal schon gehabt, mitgenommen, war wunderbar, hat sehr gut geschmeckt. Und jetzt testen wir mal die normalen Fischbrötchen mit dem Muttertier. So, es ist angerichtet, wir zeigen euch jetzt mal, wie es aussieht, wenn hier alles da liegt. Das ist das Festmahl, was es jetzt gibt. Fisch auf dem Frühlingsfest, das sieht super aus. Insgesamt jetzt 23 Euro bezahlt, 25 haben wir hingegeben. War nämlich auch immer nett, die Bedienung hat super gepasst, alles. Freue mich immer, wenn ich hier bin. Ne? Mal gucken, ob nächstes Jahr oder so, oder wenn mal irgendwas ist mit Fisch, die gleichen Damen da sind. Das sieht auf jeden Fall gut aus, das sieht lecker aus und das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Das ist der Bismarck-Hering, wenn man den so nennt. Ein Bismarck mit, sind auch überall Gürkchen drauf. Gürkchen, Zwiebeln, der Fisch tropft, der Fisch riecht. Aber riecht angenehm, riecht gut. Das ist ja, glaube ich, das, woraus auch immer Rollmops ist, oder? Wenn da die Gürkchen reingerollt werden und alles zugemacht, müsste das immer Bismarck sein. Angenehm frisch und kühl. Die Gürkchen da drauf, auch wunderbar. Dann kommen die Zwiebeln dazu, richtig schöne dicke Zwiebelringe. Ein super krosses Brötchen, was knuspert. So muss ein Fischbrötchen schmecken. Ich habe natürlich jetzt noch keinen Vergleich. Deswegen nehmen wir uns jetzt das zweite. Und das ist kein Bismarck, das ist ein Matjes, was auch grau ist, so wie das andere, aber trotzdem nicht so kräftig von der Farbe her. Das ist so ein bisschen grau, silbern meliert, während das ja richtig diese Schuppen hatte und dann ein bisschen auch in das Dunklere reingeht, ist das eher heller, hat aber Ähnlichkeit. Beiß mal hier mal rein, ins Matjes, was schon ganz anders riecht. Ich glaube, das war auch ein bisschen salziger. Also hier ist der Fisch irgendwie viel weicher oder beziehungsweise breiiger. Den könntest du mit der Zunge zerdrücken, weil der halt nicht so fest ist. Der andere, der war mehr zum Durchbeißen, der ist einfach zum Abzütscheln gefühlt. Und natürlich sehr, sehr salzig. Dabei sind wir noch gar nicht beim Seelachs. Ich dachte, bei Seelachs ist das salzigste. Kann man auf jeden Fall essen, aber ich glaube, der Bismarck schmeckt mir besser. Der ist mir dann von der Konsistenz her auch irgendwie zu weich und zu salzig. Machen wir mal weiter. Haben als drittes dann den Seelachs. Das sind ja jetzt so einzelne, wie bei einem Seelachssalat, aber auch mit Gurken drauf, auch mit Zwiebeln. Leuchtet rot, sieht interessant aus. Beiß mal da mal rein, da erwarte ich jetzt auch was Salziges. Den kannst du essen. Das ist egal. Der Seelachs, wie erwartet, mega salzig. Der hat natürlich die interessanteste Farbe, der strahlt total, der sieht mega köstlich und lecker aus, aber ist so salzig. Ich glaube, das wäre das Richtige für einen Ismo. Der Ismo ist ja so ein Salzfanatiker. Der mag immer Salz, dem kann es nicht salzig genug sein. Also das ist der Ismo-Fisch. Ich finde immer noch den Bismarck am besten. Der andere war mir zu salzig und der... Was geht als zu salzig, noch salziger zu, also das ist, wir kommen zum Brathering. Da warte ich jetzt eher eine beruhigende, dumpfe Note. Brathering, oder wie die immer sagen, Brathering, weil sie denken, das ist ein englisches Wort. Was heißt denn Brathering? Ach, da steht Brathering. Auch wieder mit Zwiebelringen, mit Gürkchen, schön mit einem Salatblatt. Und da fällt mir ein, alles hat Salatblatt, bis auf den Bismarck, der hatte keins. Da beißt man rein, das ist den wir immer aus dem Glas geholt haben und zu Hause gegessen haben. Ich weiß gar nicht zu was. Oder aus der Dose. Aber den habe ich auf jeden Fall schon oft gegessen. Den und so den Bismarck Rollmops Fisch. Die, glaube ich, kenne ich am meisten. Brathering. So, der schmeckt natürlich gar nicht salzig. Aber du merkst, diese Brühe, in der der immer eingelegt ist, kenne ich ja nur aus Gläsern so, wo dann immer so diese Fettaugen rumschwimmen, du den rausholst, so isst. Ist schön deftig, der Geschmack ist nicht zu aufdringlich, der lässt auch schnell wieder nach. Du beißt rein, da ist Geschmack und dann klingt der gleich wieder ab. Ist also interessant. Wer gern Fisch isst, isst den. Dem ist es auch nicht zu fischig, denke ich. Das andere wirkt alles ein bisschen fischiger. Das ist also der unfischigste Fisch auf der Liste, den wir jetzt haben. Ja, der ist halt nicht so wie der Rest. Das Wort gibt es doch gar nicht, unfischigster. Dann kommen wir zum Backfisch. Ja. Da wir den beim letzten Mal ja auch schon probiert haben. Backfisch. Auch mit einem Salatblatt. Mit Remoulade, aber gleichzeitig auch mit Knoblauchsoße. Da beißen wir jetzt einfach mal hier in den Zibbel, da ist es gut zum Aufteilen. Und beißen das eine Ende ab. Da erwarte ich mir jetzt schön knusprige Panade. Das ist natürlich der erste, der warm ist, während alle anderen kalt waren. Ist der Backfisch warm? Es ist ja ein Backfisch. Den esse ich eigentlich am liebsten, wenn ich irgendwo auf irgendwelchen Festen bin, muss ich mir immer einen Backfisch holen. Ist auch ein ganz anderes Erlebnis, schmeckt auch nicht so extrem fischig. Ist halt eher knusprig und warm und lecker und wie ein Fischstäbchen, also auch Fischstäbchen, Backfisch. Es gibt ja auch extra Backfischstäbchen, ist halt wieder eine ganz andere Welt als der Rest. Hat auch irgendwie eine sehr süßliche Note gerade. Ob das jetzt an dem Dip lag oder an dem Bierteigmandel, kann ich nicht sagen. Aber würde ich immer wieder essen, kann ich auch empfehlen. War auch sehr lecker. Und jetzt nehmen wir uns hier mal den Kibbeling. Auch wieder mit zwei Dips dabei natürlich, mit einem Salatblatt, mit Knoblauchsoße und mit Remoulade Kibbeling. Das ist, ich lese es nochmal vor, Kabeljaufilet-Happen. Ich weiß nicht, wie das ohne schmeckt. Hier ist extra so ein Spießer dabei. Wir nehmen es aber einfach mal in die Hand und den Spießer woanders rein, probieren mal solo. Das schönes, zartes, weißes Filet mit einem knusprigen Mandel. Das ist wie eine Art Backfisch, nur dass ich finde, dass das Fleisch irgendwie ein bisschen fester ist und besser drauf beißen kannst. Die Kruste stabiler ist, das heißt, das ist ein viel crunchigeres Erlebnis als der Backfisch. Das ist wie kleine Backfischhäppchen, aber halt Kabeljau. Du merkst keine krasse Fischnote, aber du merkst eine super Knuspernote. Und schmeckt? Wie Fischstäbchen, nur noch kleiner und noch krossiger und noch... Weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, mir jetzt immer holen. Probieren wir jetzt aber auch nochmal mit der Knoblauchsoße. Der Knoblauchdip auch sehr genial. Ist halt flüssiger als die Remoulade. Aber nicht zu aufdringlich. Passt also. Kann man gut essen. Schlägt einen nicht so auf den Magen wie die Remoulade. Aber wir müssen es natürlich auch noch mit Remoulade probieren. Remoulade wieder ein bisschen süßlich, deswegen hat der Backfisch auch so süß geschmeckt. Und ich finde, glaube ich, hier den Knoblauchdip sogar passender und auch zu dem Backfisch passender, obwohl ich das sonst immer nur mit Remoulade esse. Hier ist jetzt gar kein Fisch mehr drin, den habe ich gerade mit rausgezogen. Habe jetzt nur noch diese Knusperpanadenhülle. Ich fand es auf jeden Fall richtig gut. Man kann alles essen, alles schmeckt. Außer der böse rote Seelachs. Der ist mir vielleicht ein bisschen zu salzig und too much, aber die Mama isst den wahrscheinlich gern, oder? Magst du salzig? Ja, gesagt, ja. Jeden Tag Prise Salz. So, die Mama wird jetzt auch alles probieren. Ich kann ja am Ende mal kurz die abfilmen, wo sie dann sagt, welcher ihr am besten geschmeckt hat. Und dann schauen wir mal, was sie sagt. So, wir sind jetzt draußen, ihr hört, die Musik ist weg und das ist das Muttertier. Guckt das Muttertier an und ich frage dich jetzt ja, nochmal, welches, ach nee, ich frage jetzt einfach, wie hatte denn der Bismarck geschmeckt? Das war der erste, aus dem immer die Rollmöpse sind. Also der Bismarck hat mir am besten geschmeckt mit von allen. Also von den kalten Fisch. Von den kalten Fischbrötchen war das das Beste. Ja. Ja, als zweites kam Matjes. Wieso ist es der nicht geworden? Der hat zwar auch geschmeckt, aber der war halt irgendwie ein bisschen mehr geschmacklos. Der hat mehr so geschmackloser nach, mehr so Fisch. Nach Öl, mehr so nach Öl. Wie diese Bücklingenheringe da, diese Bücklinge, die es da immer gab. So ähnlich hat er geschmeckt. Und salzig war der gar nicht? Ja, vielleicht ein bisschen, aber jetzt nicht übermäßig. Das muss halt dann so sein. Und als nächstes kam ja der Seelachs, der rote. Der war wirklich sehr, da hast du Salz gemerkt. Sehr salzig war der und auch ziemlich ölig. Das sind die Wangen auch so rot wie der Seelachs. Ja, ölig und salzig. Ölig und salzig, genau. Aber, ja, so aber hast halt du trotzdem sein. Gern gegessen, ja, hast du gesagt. Denn den musstest du essen. Aber du den nicht wolltest. Da konnte ich dann nicht mehr ran. Musste ich denn essen. Dann hat man den Brathering, also den Brathering, den wir ja auch oft gegessen haben. Brathering schmeckt wie Brathering, sind immer gut, immer sehr gut. Also Brathering sind schon immer, kennt man ja eigentlich und deswegen sind immer schön gut. Braun. Sehr gut, also ja. Ja. Sehr gut die Bratheringe. Doch, und eigentlich fandst du den Backfisch? Backfisch ist halt, was man nicht jeden Tag isst, ne? Das war super, ja. Der hat auch gut, sehr gut geschmeckt. Außerdem die knusprige Banane innen drin, das weiße Fleisch. Also wirklich. Komm mir doch nicht so nah. Was sagst du zu Kibbeling? Na, das war auch sehr gut. Besser als das habe ich noch nie. Das habe ich noch nie gegessen, glaube ich. Aber. Ja, wann hat man ja noch Kabeljau? Ne? Da war dieses Jahr Kabeljaufilet, da war dieses Weiße innen drin wieder, so richtig präsent. Das hat so gut geschmeckt, das Fleisch. Und außen halt auch knusprig, ne? Also war wirklich gut, doch. Aber du fandest Backfisch besser als Kibbeling? Weil von den zwei heißen Gerichten müssen wir jetzt noch einen Sieger küren. Beides gleich, gell? Genau. Naja, beim Backfisch hast du halt dieses große Ding hier gehabt Fladen. Und bei den anderen hast du halt diese kleinen Stückchen gehabt. Snacks. Da musst du wahrscheinlich mehr davon essen, um jetzt so richtig... Da wirst du ja einen ganzen Teller voll. Ja. Was fandst du besser, Remoulade oder Knoblauchdip? Weiß gar nicht, was das war, ne? Auf jeden Fall Knoblauch. Remoulade ist ja mehr wie so Mayonnaise, ja, so aufdringlich, immer schon. Schwierig. Also ich brauche gar keinen Tipp dafür. Ich braucht es nicht unbedingt. Ich kann es so essen im Fisch. Ja, das hab ich gesehen. Nee, so, die anderen warten nämlich schon, dass man zurückfahren. Und das war der große Fischbrötchen-Test beim Frühlingsfest in Meiningen mit dem Muttertier und den anderen. Aber die anderen sind nicht mehr da. Deswegen sagen wir Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Muttertier. Jo, euer Muttertier. Und da kommt ein Auto. Ciao.